So, hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf Jekams Womo TV. Heute aus der wunderschönen Stadt Dresden. Der letzte Halt war ja in Leipzig, da waren wir auf dem Wohnmobilstellplatz von Boje Martens. Den hatte ich ja vorgestellt im letzten Film. Von Leipzig aus sind wir weiter gedüst nach Dresden. In Dresden haben wir den nächsten Stellplatz gesucht und natürlich auch einen gefunden. Hier den Stellplatz am Blüher Park. Und wie man da hinten sieht, sind so ein paar Wohnmobile auch schon hier. Teilweise kommen andere auch noch an. Was dieser kleine Stellplatz hier alles bietet, was er so zu zeigen hat, darum soll es hier heute mal gehen. Auch was man von hier aus machen kann. Dieser Stellplatz hat nämlich einen entscheidenden Vorteil. Der ist hier nur ein paar Minuten entfernt. Hier drüben sehen wir quasi einen Kirschkernspuck entfernt. Schon die Kreuzkirche, das ist das Zeichen, dass wir hier im Bereich der Altstadt schon sind. Das sind im Prinzip 5 Gehminuten bis hin zur wunderschönen Altstadt. Wir sehen die Kreuzkirche und wir haben auch einen Blick auf die Frauenkirche hier. Wir selber waren schon da, das kommt im Nachgang hier nochmal angeheftet, was man so machen kann. Wie gesagt, sehr zentrumsnah untergebracht. Und diesen Stellplatz, den wir hier gefunden haben, den will ich euch jetzt mal kurz zeigen. So, das Ganze befindet sich hier natürlich in der Zinzendorfstraße in Dresden. Hier auf der, also von euch aus auf der linken Seite, befindet sich ein kleines Häuschen. Da steht dran Check-in. Zu unserer Zeit, wo wir hier sind, ist dieses Häuschen nicht besetzt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob dieses Häuschen überhaupt besetzt wird, denn die Anmeldung erfolgt dort hinten in der City-Herberge, so nennt sich das, die auch Betreiber des Wohnmobilstellplatzes sind. Wie gesagt, in dem Häuschen war keiner. In der City-Herberge erfolgt die Anmeldung. Hier habt ihr die Möglichkeit, duschen zu gehen. Hier habt ihr die Möglichkeit, Frühstück, Mittag und Abendbrot einzunehmen. Und wie gesagt, die Stromversorgung erfolgt hier über einen Kasten. Das gucken wir uns aber gleich an. Den Schlüssel für diesen Kasten erhaltet ihr in der City-Herberge, hier hinten in diesem großen Gebäude. Das ist auch alles recht gut beschrieben, da kommt man wunderbar hin. Hier vorne den Kasten, den gucken wir uns gleich an. Hier wird der Tarif bezahlt. Der Tag kostet, oder 24 Stunden, kosten hier 15 Euro. Strompauschal werden hier 4 Euro veranschlagt. Und die Kassettenentleerung kostet nochmal 1,50 Euro und Frischwasser auch nochmal 1,50 Euro. Frischwasser tanken für 1,50 Euro habt ihr so ungefähr 80 Liter, also knapp einen kompletten Tank würde das bei uns ausmachen. Wenn wir hier raufstehen, hier oben steht auch schon das Schild. Hier handelt es sich um einen Privatparkplatz. Parken mit Parkstein 0 bis 24 Uhr suggeriert. Also 24 Stunden geöffnet. Das ist natürlich ein gemischter Parkplatz. Hier stehen nicht nur Wohnmobile, sondern auch PKWs finden hier ihren Platz. Wer natürlich zuerst kommt, der mal zuerst. Gucken wir uns zuerst aber mal den Bezahlautomaten an, wie die Tarife da funktionieren. So, wer hier also stehen möchte, der hat natürlich die Auswahl zwischen verschiedenen Tarifen. Um das einfacher zu machen, ist hier schon beschrieben, Caravan-Tarif. Hier drückt man rauf und dann steht hier schon die Aufforderung, bitte bezahlen, und Sondertarif Caravan. Hier bitte nur Einzelmünzen einstecken, in Zweier einer 50 Cent, 20 Cent und 10 Cent schluckt der Automat. Eins muss gesagt werden, dieser Automat wechselt nicht, also bitte passend bezahlen, wer hierher möchte. Wie gesagt, ein reiner Münzautomat. Zur Verfügung stehen hier übrigens 60 Stellplätze, so ist es beschrieben. Allerdings sind die natürlich nicht alle nur für Wohnmobile gedacht, sondern wie gesagt, es handelt sich um einen gemischten Parkplatz, der hier natürlich auch von PKWs oder anderen genutzt werden kann. Hier ist natürlich alles vorhanden. Hier haben wir eine komplette Entsorgung, eine sogenannte Sani-Station. Die gucken wir uns gleich an. Und wir haben hier natürlich auch den Abfallbehälter. In der momentanen Situation macht sich das wahrscheinlich ein bisschen blöde. Der ist total voll, denn wir haben hier viele Wohnmobile in der Tat, die herkommen und entsorgen und natürlich auch ihren Müll hier abladen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass dieser etwas überfüllt ist, will es aber nicht mit Bestimmtheit sagen, ob das wirklich nur daran liegt oder ob das hier ein Dauerzustand ist. Dieser ist auf jeden Fall momentan mächtig überfüllt. Schauen wir uns mal die Sani-Station an. Hier also wie gesagt im Einfahrtsbereich die Sani-Station. Hier vorne haben wir den Rollladen, die gesamte Bedienung funktioniert von hinten. Hier hinten in der Tat haben wir die verschiedenen Knöpfe, Wertmünze, die hier oben eingepackt wird. Die Wertmünze bekommt ihr im Übrigen auch von
an der Rezeption der City-Herberge in diesem großen Gebäude dort hinten, welches ich vorhin gezeigt habe. Dann habt ihr die Möglichkeit, hier mit den Bedienknöpfen alles Mögliche hinzumachen. Hier haben wir auch den automatischen Wasseranschluss für Frischwasser. Alles andere, Kassettenentleerung und so weiter, erfolgt hier durch diesen Rollladen. Da ist die Chips. Dafür erhaltet ihr hier drinnen, die hier bitte keine Euro-Münzen einstecken. Das hat mal funktioniert, aber aufgrund dessen, dass dieser Automat öfter geknackt wurde, hat man sich dazu entschieden, spezielle Münzen oder spezielle Chips dafür an der Rezeption auszugeben. Alles andere, wie das natürlich genau funktioniert, dafür haben wir hier vorne einen genauen Bedienungsplan angebracht. Das sieht man alles ganz wunderbar. Scheint auch wirklich gut zu funktionieren. Ich werde es morgen ausprobieren, wenn wir hier wieder abreisen. Aber andere Wohnmobile oder Wohnmobilisten haben hier bereits diesen Kasten benutzt und es hat funktioniert, soweit ich es sehen konnte. Dann war es das im Prinzip auch schon fast zu diesem Stellplatz. Das alles, was wir jetzt noch haben, sind die Stromanschlüsse des Kastens und den gucken wir uns jetzt mal an. So, und hier hängt das gute Stück. Dies ist der Stromkasten, wie wir sehen. Natürlich mit einem Sicherheitsschloss verschlossen, damit auch hier, ja, ich nehme an, keiner ran kann, der hier unberechtigt Strom zapft. Denn eins hatte ich ja gesagt, wir zahlen pauschal pro Tag 4 Euro und können dann Strom zapfen, bis der Notarzt kommt. Den Schlüssel, wie gesagt, den erhält man vorne an der Rezeption zur City-Herberge. Den kann man hier öffnen, dann springt dieser Knubbel direkt hoch und dann haben wir hier bei 60 Stellplätzen in der Tat 10 vorhandene Steckdosen mit CIC-Stecker. Ja, das heißt, 10 von 60 haben Glück können mit Strom und ob das weiterentwickelt wird, weiß ich natürlich auch nicht. Eins ist natürlich hervorragend und das muss ich sagen, wenn ich das hier richtig ablese, so ist jede einzelne Steckdose mit sage und schreibe 40 Ampere abgesichert. Das heißt, hier kann man schon ordentlich was ranhängen. Wer also mal einen Haartrockner benutzen will oder vielleicht einen Elektrokocher, könnte unter Umständen reichen. Aber 40 Ampere sucht schon seinesgleichen und habe ich in der Höhe auch noch nicht abgesichert gesehen. So ein richtiger kleiner Goldstandard sind schon 16 bis 18 Ampere, das finde ich schon richtig geil. Hier allerdings 40 Ampere. So zumindest steht es auf den Sicherungen. Gut, mehr brauche ich dazu gar nicht sagen. Das ganze Ding ist wie gesagt abgeschlossen. Kleiner Tipp an der Seite bei 4, also wenn ihr eine Strompauschale habt, so wie hier, dann lohnt es sich auch nicht mehr, den Kühlschrank auf Gas zu betreiben. Denn wenn wir hier eine Strompauschale haben und zapfen können, bis uns schlecht wird, dann können wir auch den Strom, und das haben wir natürlich auch gemacht, den Strom komplett auf Strom umschalten und Gas sparen. Gut, das war es eigentlich schon zu diesem kleinen Stellplatz. Mein Fazit, wer die Nähe zur Innenstadt sucht, in der Innenstadt ein bisschen bummeln will, sich die Altstadt angucken möchte und auch diesen wunderschönen historischen Stadtkern, der ist hier natürlich bestens aufgehoben. Die Nacht kostet hier 15 Euro plus Strom, plus also 3 Euro mit Frischwasser, wobei natürlich 80 Liter an einem Tag, die müsst ihr erstmal verballern. 1,50 Euro die Kassettenentleerung und die Kassettenspülung pro Tag, die auf die 15 Euro drauf, plus 4 Euro, sind wir bei 20 Euro. Das ist eigentlich für die Lage gesehen, finde ich, angemessen, denn wie gesagt, ihr habt hier binnen Minuten wunderschöne Hotspots erreicht und ein echter kleiner Empfehlungstipp von mir. So, jetzt im Anschluss folgt noch mal so ein bisschen so kleine Impression der Altstadt Dresden, die wir besucht haben und auch von der Elbe unten. Und dann soll es das auch schon gewesen sein für dieses kleine Video. Wenn euch der Film gefallen hat, dann gebt mir ganz gerne ein Like und abonniert den Kanal, denn es werden weitere Vorstellungen folgen von Stellplätzen, von Campingplätzen und natürlich auch von Wohnmobilen und Produkten und ach, alles, was das Camperherz begehrt. Also, wir sehen uns beim nächsten Stellplatz, denn wir tängeln weiter, suchen weitere schöne, interessante Hotspots für euch. Bis dann, sagt ciao, ciao, euer Jens. So, hier rüben geht's dann gleich zur Altstadt. Dazu müssen wir natürlich die Straßen überqueren. In 5 Minuten seid ihr da. Insofern ein interessanter Stellplatz. Wer sich mal die Innenstadt angucken will, hat's hier auch absolut nicht weit bis zur sehenswerten Innenstadt und auch bis zur Elbe.